Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist auch in unserem Land ein allzu vertrautes Bild. Lange Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen, Studierende in Notunterkünften, Familien, die verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum in Ballungsräumen suchen. Gerade Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen stellen sich die bange Frage, ob sie in ihrer Heimat ein Zuhause, ein bezahlbares Zuhause finden können. Ob in Stuttgart oder Karlsruhe, in Heidelberg, Konstanz oder Freiburg. Gerade hier, aber nicht nur hier, wird die Frage nach einem bezahlbaren Wohnraum für viele Menschen zu einer existenziellen Frage für ihre Zukunft. Und deshalb, weil es um ein Grundbedürfnis der Menschen geht, verhandeln wir heute nicht über Sozialromantik, lieber Kollege Hausmann, sondern wir verhandeln über ein Grundbedürfnis, ein existenzielles Grundbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Für diese Landesregierung stand deshalb von Anfang an fest, wir finden uns nicht damit ab mit dieser Situation. Wir kämpfen konsequent gegen Wohnungsnot in Baden-Württemberg an. Und auch in diesem Bereich haben wir alles andere als ein bestelltes Feld vorgefunden. Im Gegenteil, die Wohnraumpolitik, gerade auch die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, war bei der Vorgängerregierung bei Schwarz-Gelb nahezu komplett abgemeldet. Kaum noch eigene Landesmittel wurden investiert in die Förderung des Wohnungsbaus. Und das haben wir komplett geändert. Wir haben die Wohnraumförderin dorthin zurückgeholt, wo sie hingehört, in das Zentrum der Landespolitik. Und dazu gehört auch, dass wir einen Paradigmenwechsel vorgenommen haben. Wir haben im wohnungspolitischen Dialog mit allen Akteuren der Wohnungspolitik im Lande die Förderprogramme konsequent neu ausgerichtet. Und zwar ganz klar darauf hin, was die Menschen in diesem Land brauchen. Sie brauchen vernünftigen Wohnraum zu bezahlbaren Preisen. Deshalb haben wir das Landeswohnraumförderprogramm direkt nach unserem Amtsantritt finanziell enorm aufgestockt. 40% mehr Mittel allein im Jahr 2012. Das ist eine ganz klare Sprache. Und auch wenn es Anlaufschwierigkeiten gab, auf die haben Sie zu Recht hingewiesen. Inzwischen ist klar, das neue Wohnraumförderprogramm greift und deshalb werden wir dieses hohe Niveau der Förderung auch für 2013 und 2014 halten können. Faktisch werden wir das Programm in diesem Jahr sogar auf über 70 Millionen Euro aufstocken aus nicht verbrauchten Beiträgen des sogenannten Bankbeitrags und aus nicht belegten Volumina aus dem Jahr 2012. Nur noch mal zur Erinnerung, 48 Millionen Euro war die alte Landesregierung in der Förderung unterwegs, über 70 Millionen Euro legen wir auf den Tisch für die Wohnraumförderung. Das ist der Unterschied zwischen Grün-Rot und Schwarz-Gelb in der Wohnraumförderpolitik, meine Damen und Herren. Und es ist richtig, dass wir die Grunderwerbsteuer erhöht haben, auch unter anderem auch, um bei der Wohnraumförderung, gerade auch für den Eigentumsbereich, mehr Geld in die Hand nehmen zu können. Wir sind inzwischen ja nicht die Einzigen, die dieses Instrument der Grunderwerbsteuer in die Hand nehmen. CDU und Grüne in Hessen haben sogar gesagt, sie wollen 6% Grunderwerbsteuer in Zukunft haben. Damit sind übrigens 12 von 16 Ländern günstiger als das, was jetzt in Hessen beschlossen worden ist. Insofern verstehe ich auch nicht, dass Sie immer noch kritisieren die Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Das war eine goldrichtige Maßnahme für den Landeshaushalt, für die Familien mit Kindern, für die Kommunen im Land und auch für den Wohnraum, für die Wohnraumförderung hier in Baden-Württemberg. Wir haben zugleich dafür gesorgt, dass mehr Bürgerinnen und Bürger diese Förderung sozialen Wohnraums in Anspruch nehmen können über die Ausdehnung, die Ausweitung der sogenannten Gebietskulisse auch in die Ballungsräume hinaus, damit Verdichtungsräume jenseits der Großstädte und Unistädte in die Begünstigung eintreten können. Wir haben den Ersatzneubau sogar jetzt mit einer landesweiten Förderkulisse versehen. Auch das war eine wichtige Verbesserung hier im Land. Wir haben außerdem die KfW-Angebote mit den Landesförderangeboten in ein hochattraktives Gesamtangebot integriert. Und damit waren wir bundesweit Vorreiter, da bin ich auch besonders stolz drauf. Wir haben die Finanzierung und Förderung von Modernisierungsinvestitionen von Eigentümergemeinschaften verstärkt und verbessert, denn die Absicherung
durch Landesbürgschaften hat sich als ein echtes Erfolgsmodell erwiesen. Und das werden wir gerade auch bei der Neuauflage des Landeswohnraumprogramms für 2014 weiterfahren und weiter verstärken. Und wir haben den Kurs gesetzt für mehr barrierefreien Wohnraum. Auch das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir uns die demografische Entwicklung in Zukunft anschauen. Denn darum geht es ja im Kern bei der Wohnraumpolitik des Landes. Wir machen Politik für die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg, jüngere wie ältere, Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen mit kleinem Geldbeutel, Familien mit Kindern, wie auch für Alleinstehende. Sie alle sollen in unserem Land ein schönes, ein bezahlbares Zuhause finden. Das ist die Leitlinie unserer Wohnungspolitik. Und deshalb haben wir über diese Wohnraumförderung hinaus ein wohnungspolitisches Maßnahmenpaket geschnürt, das sich sehen lassen kann. Heute werden wir im Landtag, es ist angesprochen worden, voraussichtlich das Gesetz zum Zweckentfremdungsverbot verabschieden. Ein Gesetz, das ganz und gar auf ein Ziel ausgerichtet ist, die soziale Stadt. Denn wir geben den Gemeinden, die unter Wohnraummangel leiden, ein Instrument in die Hand, vor Ort konkret was gegen Wohnungsmangel zu tun. Wir haben einen Genehmigungsvorbehalt für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen eingeführt und damit auch ein ganz entscheidendes Instrument gegen die Verdrängung von Mietern durch Spekulation am Wohnungsmarkt. Deshalb kann ich sagen, dieses Jahr 2013 war ein gutes Jahr für die Wohnungspolitik in Baden-Württemberg. Und wir werden 2014 weitermachen. Zum einen mit der Senkung der Kappungsgrenze, um Mieterhöhungen im Bestand auf maximal 15% innerhalb von 3 Jahren zu deckeln. Auch das ist ein wichtiger Schritt, um Menschen vor Wuchermieten hier in Baden-Württemberg zu schützen. Und zum anderen mit der Verlängerung der Kündigungssperrfrist, wenn Miet in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Auch hier wird die Landesregierung tätig werden, ausgehend von dem, was der Bundesgesetzgeber an Möglichkeiten schafft. Und damit ist klar, gerade diese Landesregierung, Grüne und SPD, wir sind die Koalition des bezahlbaren Wohnraums, meine Damen und Herren. Und nach jahrelangem Gegenwind, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, erhoffe ich mir auch endlich Rückenwind aus Berlin. Denn gestern hat ja bekanntlich die neue Bundesregierung die Arbeit aufgenommen. Und die Ergebnisse des Koalitionsvertrags stimmen mich vorsichtig optimistisch, auch wenn ich mir an manchen Stellen mehr gewünscht hätte. Kollegin Lindloh hat zu Recht auf die Bemühungen dieser Landesregierung hingewiesen, einen vertretbaren Kompromiss bei der steuerlichen Förderung der energetischen Sanierung zu finden. Und ich sage Ihnen eins, woran ist es gescheitert bei den Koalitionsverhandlungen? An der CDU, die nicht bereit war, diese steuerliche Förderung von energetischer Gebäudesanierung in den Koalitionsvertrag aufzunehmen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. So, und wir waren bereit, diesen Ball wieder aufzugreifen. Wir haben im Bundesrat einen Kompromiss zusammengezimmert, der in der alten Bundesregierung gescheitert ist und leider auch mit der Union bei der Neufassung des Koalitionsvertrages nicht mehrheitsfähig war. Aber ich freue mich natürlich über die angekündigte Mietpreisbremse. Ich freue mich, dass bei den Maklergebühren endlich der Grundsatz gelten soll, wer bestellt, bezahlt. Und ich freue mich über die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus und des Städtebauprogramms durch den Bund. All das sind wichtige Bausteine für mehr Gerechtigkeit. Und Sie sehen, gemeinsam müssen Bund, Land und Kommunen Hand in Hand arbeiten, um die zentrale Herausforderung der Wohnungsnot anzugehen. Wir im Land werden unseren Beitrag auch weiterhin dazu leisten. Wir werden für bezahlbaren Wohnraum in Baden-Württemberg sorgen. Vielen Dank. Herr Minister, gestatten Sie noch, Entschuldigung, ich will den Beifall nicht unterbrechen, aber gestatten Sie noch eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Bullinger. Ja. Herr Minister, ich war ein bisschen in der Wohnungswirtschaft unterwegs und da frage ich mich schon, wenn man sich die Gutachten des Leibniz-Instituts anschaut, die Tendenz zur Urbanisierung, zur Verballung in Richtung immer stärker weg von ländlichen Räumen, auch von attraktiven ländlichen Räumen, da ist die Frage, glauben Sie nicht, dass auch sowas eher kontraproduktiv ist? Wenn ich mich mit den Wohnbaugenossenschaften, wenn ich mich mit den privaten Unternehmen, beispielsweise dem Verband, wo ich war, mit 500.000 Wohneinheiten, ein Viertel, die sehen da vieles anders.
vor allem in dem Bereich. Das ist die Frage vor allem, wie sehen Sie das? Ist es nicht kontraproduktiv und verstärkt die Tendenz auch in attraktiven ländlichen Räumen weg in einen subventionierten Mietwohnungsbau in die Großstädte zu gehen? Ich erinnere mich auch, wo ich mit dem Ministerpräsidenten beim Mietwohnungstag vor 3 Jahren dieses Thema angesprochen habe, hat er sehr richtig gesagt, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, ja, gleichzeitig dort, wo viele hinwollen, ob es immer Sinn macht oder nicht, zu subventionieren und gleichzeitig Wohnungsraum im Umfeld freizuhalten, leer stehen zu lassen und Eigentum verfallen zu lassen. Das macht doch keinen Sinn. Sehen Sie da nicht einen Zielkonflikt? Ja. Also ich glaube, Herr Bullinger, wir sollten erstmal von der unbestreitbaren Wohnungsnot in Großstädten, Unistädten und Ballungsräumen ausgehen. Das ist der Fakt. Da sind Familien, Menschen, junge wie alte, Studierende, die darauf angewiesen sind, dass sie eben in diesen Ballungsräumen bezahlbaren Wohnraum finden. Und da setzen wir an. Und ich glaube, da ist es richtig, dass diese Landesregierung deutlich mehr getan hat, als in der Vergangenheit es der Fall war. Das andere ist, dass wir in Baden-Württemberg traditionell eine Flächenstärke haben. Das heißt, das Land ist attraktiv in der Fläche und daran wollen wir festhalten. Deshalb wollen wir die Verkehrswege ausbauen. Deshalb haben wir Programme wie das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum oder auch das Landessanierungsprogramm, was allen Gemeinden in der Fläche des Landes offen steht, um attraktiv zu bleiben. Deshalb machen wir eine Schulpolitik, die dafür sorgt, dass kurze Beine, kurze Wege auch in Zukunft gilt, dass wir Schulstandorte in der Fläche sichern können. Das ist eine genauso wichtige Aufgabe. Aber eins sage ich Ihnen, wir können nicht aus der Verantwortung rausgehen, für bezahlbaren Wohnraum in den Ballungsräumen zu sorgen. Das ist eine wichtige Aufgabe dieser Landespolitik und der Landesregierung, weil dort, wo Wohnungsnot da ist, ich die Leute nicht darauf verweisen kann, dass sie irgendwo woanders vielleicht bezahlbaren Wohnraum finden. Das funktioniert nicht, das wird auch den Menschen und ihrer Not nicht gerecht. Gestatten Sie noch eine Nachfrage des Kollegen Nemeth? Ja. Herr Minister, ich will noch mal nachfragen wegen dem wirklich für uns Energiepolitiker wichtigen Thema Gebäudesanierungsgesetz. Ja. Sie haben jetzt so den Eindruck ermittelt, dass die CDU in Berlin da dagegen wäre, aber Sie dafür wären. Wären Sie bereit, eine Bundesratsinitiative für ein Gebäudesanierungsgesetz mit einer Mitfinanzierung der Länder zu organisieren und einzubringen, dann würden wir unseren Teil tun, dass da eine Mehrheit zustande kommt. Ja, irre. Nein, ich glaube, was Sie dazu beitragen können als baden-württembergische CDU, weiß ich jetzt nicht genau, weil wir ja mit den anderen Ländern dann uns abstimmen müssen. Aber ich sag nur mal eins, wir waren soweit. Der Kompromiss lag auf dem Tisch, der lag auf dem Tisch und ist an der alten Bundesregierung gescheitert. So war es. Ja, so war es. Ich meine, ich war ja dabei. Wir haben ein Kompromisspaket auf den Tisch gelegt, wo eine maßvolle Mitfinanzierung der Länder vorgesehen war und eine energetische Sanierung, die steuerlich gefördert werden sollte, progressionsunabhängig. Das war die Kompromisslinie, die massiv von Baden-Württemberg, Peter Friedrich als Bundesratsminister, Franz Untersteller als Energieminister und von mir als Wirtschafts- und Finanzminister unterstützt worden ist. Das ist leider in der vergangenen Legislaturperiode des Bundestags an der Bundesregierung gescheitert. Und bei den Koalitionsverhandlungen hat sowohl die Arbeitsgruppe Energiepolitik wie die Arbeitsgruppe Wirtschaftspolitik die steuerliche Förderung der energetischen Sanierung von Gebäuden befürwortet. Es ist dann leider an der Ablehnung der CDU, Stichwort Finanzierung und Stichwort Steuererhöhung, gescheitert. Insofern sind wir als Landesregierung unverändert bereit, die Position, die wir im Bundesrat vertreten haben, jederzeit wieder einzubringen. Wir brauchen bloß die Unterstützung dann der Union im Bund wie in den Ländern.